Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr Hater quasi auf Facebook loswerden könnt. Und zwar auf eurer Fanseite sowie auch auf eurem privaten Profil. Dazu schauen wir einfach mal ganz schnell auf meinen Monitor. So, hier bin ich auf meinem privaten Profil. Jetzt würde ich irgendjemand auf diesem Profil sperren, das ist kein Problem. Ich suche die Person, indem ich einfach hier oben den Namen eingebe. Habe ich die Person gefunden, wähle ich das Hauptprofil dieser Person, suche hier auf diesem Hauptprofil diese drei Punkte hier, klicke sie einmal kurz an und wähle den Punkt Blockieren. Und somit habe ich schon den nervigen Nutzer quasi in diesem Moment ausgeschaltet. Etwas Ähnliches gibt es auch auf eurer Fanseite. Ihr geht einfach auf eure Fanseite. Ihr müsst natürlich Administrator dieser Fanseite sein. Dann begebt ihr euch auf den Punkt Einstellungen. Unter diesem Punkt sucht ihr Personen und andere Seiten. Hier findet ihr nun alle Personen, die eure Seite gefällt mir markiert haben. Hier wählt ihr nun die dementsprechende Person aus und fahrt hier hinten über dieses kleine Dreieck, klickt es einmal kurz an und klickt für Seite sperren. Und schon habt ihr quasi euch eurer lästigen Hater entledigt. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tipp wieder einigermaßen weiterhelfen. Hat euch der Tipp weitergeholfen, würde ich mich um einen kleinen Daumen hoch von euch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, so habe ich euch einfach in den Anmerkungen einige verlinkt. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, so abonniert einfach einen meiner Kanäle oder diesen Kanal. Denn Abonnieren auf YouTube ist bei mir natürlich kostenlos. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.